bewährt und begehrt, Salzburg als Filmkulisse. Das Vermächtnis der Wanderhure, der dritte Teil der ORF-Bestseller-Verfilmung, wurde wieder im Land Salzburg gedreht, unter anderem im Lungau. Fast 2 Millionen Fernsehzuschauer haben bei den ersten Teilen dieser Trilogie mitgefiebert. Gestern Abend war Premiere der neuen Folge und Conny Deutsch hat sich angesehen, ob sie die hohen Erwartungen erfüllt. Schloss Moosham im Lungau, das ist ein Schauplatz der blutrünstigen, aber auch tiefromantischen Geschichte über Macht, Verrat, Rache, Freundschaft und Liebe. Die Lungauer selbst waren bei den Dreharbeiten live dabei. Ich durfte so einen Soldaten spielen, der halt in diesem Heerlager so diverse Darbietungen mitmacht, sich den Freunden des Lebens hingeben darf, trinken und so weiter. Im Detail sage ich das nicht. Eingekleidet wurden die Statisten wie auch die Schauspieler in originalgetreuen mittelalterlichen Gewändern. Bei Haare und Bart haben sie sogar selber mitgeholfen. Der war ja auch mein echter Bart, den habe ich 6 Monate wachsen lassen. Und ja, bin froh, dass er weg ist, weil das stört beim Essen, beim Küssen, bei allem. Stört das. Als Ziehsohn eines Tatarenfürsten ist er der Gegenspieler von Marie, der früheren Wanderhure. Marie war eine fantastische Rolle, die ich über die 3 Filme gespielt habe. Ich habe auch andere tolle Rollen gemacht. Bei mir kommt es wirklich immer darauf an, ich muss das Buch lesen und muss dann immer ganz begeistert sein vom Buch. Und dann möchte ich das einfach gerne spielen. Au! Siehst du, unser Sohn will auch nicht, dass du blühst. Sag du mir nicht, was unser Sohn will. Du trägst ihn nicht unter dem Herzen. Kann dein König nicht wenigstens ein paar Tage auf dich verzichten? Beim Publikum im Saal ist der dritte Teil schon einmal gut angekommen. Wir waren total begeistert. Überhaupt das ganze Mittelaltergeschichten, die sind einfach fantastisch. Also wie gesagt, empfehlenswert und da würde ich zu jedem sagen, bitte schaut euch den Film aus, wieder mal was Klasses, was ins Fernsehen reinkommt. Premiere gestern im Das Kino und im ORF ist Das Vermächtnis der Wanderhure am kommenden Dienstag zu sehen um 20:15 Uhr in ORF 1.